Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sitzen auf Bad Diehl im Aurea. Bei mir ist der Leo Loser. Wir haben 2017 und ich kann mich gut erinnern, im 2007, da wäre es in Pizzol wirklich fast zum Grounding gekommen. Es war glaube Ende Februar, da hat man gemeint, man bringt das Geld nicht zusammen. Und dann, auf einmal, oh Wunder, ist das Geld dann gleich da gewesen. Und jetzt sitzen wir da mit einer neuen Bahn, zwei neuen Bahnen sogar, mit dem wunderschönen Restaurant Aurea. Also wenn ihr da nicht her könnt, sind ihr euch wirklich selber schuld, oder? Mit dieser Weitsicht über dem Nebel, also besser geht es nicht. Und ich weiss, dass der Leo Loser hat nicht gern, wenn man ihn lobt und rühmt. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, er will ein einfacher sein, aber er ist wirklich der Retter von dem Pizzol und hat das Grounding damals verhindert. Aber zuerst, Leo, würde es mich mal interessieren, bis so 1953, das ist schon der Jahrgang, wo ich geboren bin, hat es da gar keine Band gehabt, da. Aber du bist gleich immer da gewesen, irgendwo. Ja, da sind wir mit den Fällen auf dem Pizzol und das jedes Wochenende. Und ist dann, da haben wir noch keine Piste gehabt, nichts. Und alles neu ist nieder abgefahren. Und das war ganz toll gewesen. Für die Kondition auch sehr gut gewesen. Ja. Du bist natürlich ein Turner gewesen, eigentlich fast bis zum heutigen Tag. Du bist im Turnverein, gell? Ja, ich war im Turnverein und habe Leichtathletik gemacht früher. Und Hochsprung, Weitsprung, ja, Laufen, was alles da dazu gehört. Und bin auch in ein paar Anlässe gegangen dazu mal. Bin eigentlich fit gsi. Jetzt Loser kennt man, gell? Die Familie Loser kennt man, Elko und Loser Holding und so weiter. Aber viele wollen natürlich mal wissen, wie war das bei dir gsi? Also, wann bist du geboren? Wie bist du so aufgewachsen? Ja, ich bin 1935 geboren und bin in Filters aufgewachsen, in Filters Schule und nachher in die Sekundarschule und dann habe ich eine Zeit lang in der Westschweiz Sprache gelernt und dort geschafft. Ich habe Mechaniker gelernt eigentlich zuerst. Also richtig von der Pike? Richtig, ja. Und, ist das fast ein Befehl gewesen von dir? Hast du müssen, oder? Nein, ja, ich habe wollen. Ja. Das ist klar. Ich musste eine gute Ausbildung haben. Und nachher bin ich ans Technikum, habe das Technikum abgeschlossen. Und nach dem Technikum bin ich auf Amerika. 2,5 Jahre und habe dort geschafft. Und am Abend bin ich noch studieren, gewisse Fächer besucht und bin nachher zurückgekommen, wieder in die Elko und habe dort eigentlich hauptsächlich Technik übernommen. Forschung und Entwicklung und so weiter. Hast du das Interesse schon immer gehabt? Weißt du, also meine, es ist ja nicht nur, ja, ich meine, schön, wenn natürlich ein Unternehmer so auch einsteigt, aber Jawohl, ich war immer auch technisch orientiert und interessiert. Ja. Und habe dort auch lange Jahre auf diesem Bereich geschafft in der Elko. Du hättest ja keine Kante, gell? Gut, hättest du müssen weg. Das hat so ein ganzes damals noch nicht gegeben, aber. Ja, ich bin nicht so ein guter Student, wäre ich nicht gewesen. Ich habe wohl das Technikum gemacht, aber ich wollte eigentlich nicht wollen, eine Kante. Ja. Wo hast du denn gestiftet, also Mechaniker? In der Elko, daheim. Aha. Ja. Aha, und dann bist du jeden Abend, ist dann wieder ein Bericht heim, ob es gut gemacht hast oder nicht. Ja, das haben die Eltern weniger so mitbekommen. Und haben einfach hier geschafft und es hat mir gefallen. Und, Also du hast ganz eine normale Kindheit gehabt? Ja. Mama war natürlich sehr viel im Geschäft gewesen. Ja, eben, ja. Jeden Tag eigentlich, von morgen früh. Und wir haben Haushaltungshilfe gehabt, die dann im Haushalt geschaut hat und gekocht hat und so weiter. Und irgendwie von nichts kommt nichts, das Elko, das haben die aufgebaut. Das ist auch ein herber Weg, es ist eigentlich einem nichts so in die Schoss gefallen, ja, oder? Ja, aufgebaut hat es eigentlich der Vater. Ja, ja. 1938, als er in Filters das Fabrikli gekauft hat und dort angefangen hat, Landwirtschaftsmaschinen zu machen. Und dann nachher, per Zufall, hat er angefangen, Ölbrenner zu machen, weil ein Bekannter oder ein Verwandter von uns hat einen Backofen gehabt, mit Holz geführt.
Und dann hat er einen amerikanischen Ölbrenner gekauft. Und das ist natürlich viel schneller gegangen zum Aufheizen. Aber der ist immer auf Störung gegangen. Und dann hat er nochmal den Vater angerufen und hat gesagt, das sei ja verrückt, der ging immer auf Störung. Und dann hat der Vater den Brenner geholt, hat ihn umgebaut und nachher ist der gelaufen wie eine Sorgerin. Und das ist quasi. Und der hat natürlich seinen Bäckerfreunden gesagt, schaut mal, das ist super, wie das läuft. Und ich muss eine Stunde später kann ich aufstehen und der Ofen ist schon heiß, der tut automatisch einschalten. Und so sind wir dann, ist er dann in das Ölbrennergeschäft eingetreten. Eben, die Geschichte hast du mal gehört, man gesagt, man hat mit kleinen Brötchen angefangen, im wahrsten Sinn vom Wort. Ja. Und dann nachher hat man die Brenner verkauft und dann ist der Krieg gekommen. Da hat es kein Öl mehr gehabt, da hat man keine Ölbrenner mehr können verkaufen. Dann hat man blitzschnell umgeschalten auf Holzbearbeitungsmaschinen, auf Handhobelmaschinen, Handbandschleifmaschinen. Und das in 2 Jahren hat man das auf die Beine gestellt, das Programm. Ja, aber was hat denn dein Vater gelernt ursprünglich? Oh. Er war Maschinenschlosser, hat er gelernt. Aber das ist auch ein gewisses Genie, weißt du, so? Ja. Kreativ, gell? Ja, kreativ. Und er hat wieder Georg Fischer hat die Lehre gemacht, nach der Lehre ist er gerade schon auf Berlin und hat dort geschafft. Ist bald Vorarbeiter geworden und ist sehr tüchtig gewesen. Ist dann in die Schweiz gekommen und hat dann in der Schweiz angefangen daheim in Alt St. Johann, wo er Landwirtschaftsmaschinen gemacht hat, sein Vater. Und er hat dann die Maschine verkauft, ist überall herumgereist im St. Galler Land und ist dann eben mal auf Filters gekommen und hat gesehen, dass die Firma Konkurs gegangen ist und so die kann kaufen. Und dort hat er dann angefangen, selber zu produzieren. Schon wahnsinnig, also quasi wie aus der Garage aus. Weißt, kommt man so vor wie so ein Steve Jobs oder mir hat mal jemand erzählt, weißt, wo der McDonald's gemacht hat, weißt, wie er mit den Wägeln und den Milkshakes rumgefahren ist oder ein Duttweiler und so. Das ist schon ein spezielles Unternehmertum gewesen. Ja, gell? Er ist ein Unternehmertyp gewesen, ja. Aber du auch? Ja, wir haben natürlich dann das können übernehmen und haben das nachher weitergeführt. Die ganze Familie, also da, wir sind zeitweise 5. in der Elko und haben jeder an einem anderen Ort geschafft. Elko, aber nachher haben wir dann noch ganz andere Zweige da betrieben, oder? Industriedienstleistungen, Tür, Lack und so weiter. Ja gut, wir haben dann die Elko verkauft und ein Jahr nachher sind wir wieder eingestiegen in so ein Unternehmertum und haben dann die Farben Lack zurückgekauft von der Elko und haben die betrieben und nachher haben wir diversifiziert in Türen, in Elektro und in Container, Kontakt und so weiter. Ja. Eben, das hat mir erstaunt. Zuerst haben sie es dann verkauft, dann haben sie es wieder zurückgekauft. Ja, nur einen Teil haben wir zurückgekauft. Ja, den energietechnischen Teil haben wir verkauft und nachher haben wir die Farbenlackgruppe wieder zurückgekauft. Ja. Und sind ja lange in der Börse gegangen. Du bist jetzt schon 86, oder? Ja. Sind wir zuerst an der Berner Börse und nachher an der Zürcher Börse. Ist denn damals noch ist man ein bisschen skeptisch gewesen, gell, mit Börsen? Man hat immer gedacht, kann gut kommen? Oder? Ja, nein, dort sind eigentlich ein paar Börsengänge, die gut rausgekommen sind. Und unsere Börsengänge sind auch sehr gut rausgekommen. Und in all diesen Jahren, oder, man hat ja gewusst, die Lose, die haben auch Geld, also die sind reich, aber ihr seid in der Region immer eigentlich als einfache Leute anerkannt bleiben. Sie sind immer ein Teil von der Region geblieben. Wie viel macht man das? Also, ihr seid nie abgehoben, ihr seid immer ganz normale Typen geblieben, oder? Ja, wie macht man das? Wir sind einfach aufgewachsen und sind eigentlich einfach geblieben und haben nicht übertrieben und haben uns nie verschuldet, oder auch die Eltern, obwohl während dem Krieg das eine ganz harte Zeit war. Und wir mussten keine Leute entlassen.
indem wir so schnell umgestellt haben auf Holzbearbeitungsmaschinen, haben wir dann eben Arbeit können schaffen für die Leute, die wir hatten. Ich finde das immer erstaunlich. Also, da denke ich mir, das Unternehmertum damals, das war ein Unternehmertum, das eben auch davon gelebt hat, dass man anständig war zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, 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 ja. Da hat sich schon zum Teil ein bisschen geändert, oder? Ja, es ist natürlich schon härter geworden, der ganze Überlebenskampf, oder was soll ich sagen, die ganze Konkurrenz, die natürlich sich entwickelt hat. Nicht nur bei uns, aber auch bei anderen Orten. Und dann musste man natürlich häufig rationalisieren und modernisieren und investieren, damit man im Markt können, weiter funktionieren konnte. Ja, aber diese Zeiten hattet ihr ja auch. Aber ihr habt es immer geschafft, die Belegschaft zu erhalten. Ja, ja, ja. Also möglich ist es, oder? Gut, gehen wir vielleicht mal ein bisschen auf der Pizzoli. Was mich einfach so ein bisschen erstaunt hat. Eben, also du bist dann wirklich also von Filters weg, bist dann richtig langs dort in Pizzoli gelaufen. Ja, ja. Also bis in Gipfel. Gipfel rauf, ja, ja. Ja, das war üblich dazumal. Das habe ich nicht nur ich gemacht. Ja. Ja, aber hast ja... Man hat ja nichts anderes gehabt. Man hat ja man musste rauflaufen und dann hat man können runterfahren. Ja, ja. Wie lange hast du denn gerade tun? Wie? Wie lange hast du denn gerade tun? Ja, ich weiss nicht mehr genau, aber dreieinhalb Stunden oder vier Stunden. Ja. 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 Und nachher dann im Tiefschnee oben. Aha. Ja, ja. Nie eine Lawine gefahren, erlebt Windseelücken? Nein, nein, ja. Nein, nie. Nie? Nein, nein. Vorsichtig sind immer. Ja. Und dann im 53, du hast gesagt 35, da bist du also auch noch sehr, sehr jung gewesen, hat es dann, glaube ich, die Kabinenbahn gegeben, oder? Ja. Von der ganzen Weg dann auch, oder? Und von Wangs. Und von Wangs, genau. Die sind ja fast zur gleichen Zeit gebaut worden. Genau. Ja. Bist denn du früher eher Zwangsgut gefahren dort? Ja. Ja, halb-halb. Ja. Halb-halb. Ja. Also wenn ich gut wo die Bahn gekommen ist, ist man nicht mehr so häufig auf ein Pizzol gelaufen. Ja, eben. Dann hat man auch die Piste gehabt und dann hat man wollte fräsen. Eben, ja. Eben. Und dann hast du auch Platzkärtchen gehabt, oder? Zwangs, damit du schneller können rein. Hätte man auch müssen haben, ja. Ja. Wir sind immer Kärtchen geholt. Ja. Dann haben wir gewartet, bis wir nach Hause sind. Genau, so eine Nummer. Nummer, genau. Dann ja. Können ins Restaurant und dann haben sie ausgerufen, Nummer so bis so. Genau. Ja. Und so geht's, bist du auf der Straße aus angestanden. Ja. Ja. Aber wo bist du lieber gegangen, Skifahren? Auf Zwangs oder zu Ragaz? Lieber bei dir oder eher richtig fort? Ja, also? Ich bin dann auf beiden Seiten gegangen. Einmal Zwangs und einmal schon mehrheitlich zu Bad Ragaz. Hätte man denn dort noch können, schon können oben durch? Noch nicht, oder? Nein, nein. Da bist du auf den Laufböden, hast du können dann, oder? Ja. Und dann bist du... Ja, zuerst war ja da Skilift gewesen, da oben. Genau. Oder? Und nachher ist die Bahn dann gekommen. Ja, ja. Ja, eben, da hat sich natürlich einiges entwickelt. Und dann ist die Konzession abgelaufen, glaube ich, etwa 2007, 2008. Ja, ja. Und dann hat es eine riesige Diskussion gegeben, sollen wir zwei Zubringer erhalten? Und es hat immer geheißen, man will zwei Zubringer, aber vom Kanton hat es immer geheißen, lieber nur ein Zubringer. Nein, 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 ist umgekehrt. Gut. Der Kanton hat eigentlich vorgeschrieben, es müssen zwei Bahnen gebaut werden. Aha. Und es ist auch, wenn man nur eine gebaut hätte, wäre ein Teil fertig gewesen, hätte die Restaurantteile können mehr oder weniger zumachen. Und die ganze Infrastruktur auf beiden Seiten hat man wollen erhalten und durch die zwei Bahnen hat man dann das können realisieren. Eben das Krotten, weil eins da oben ist einfach dort dazwischen, gell? Ja, ja. Oder? Und wenn man jetzt nur Ragaz gemacht hat, hat man die Restaurant nicht können bedienen können. Ich meine, alle Speisen und Trank, Getränke und so weiter, die hat man nicht rauf transportieren können, weil ja keine Strasse rauf war. Oder? Ja, ja. Hat man müssen eben zwei Bahnen bauen. Also das ist völlig falsch im Kopf. Ich habe gemeint, der Kanton hat gesagt, das rentiere doch kaum, wir sollen noch einen machen. Ich habe gemeint, der Joe Keller sei dort noch zuständig. Nein, nein. Ja, ja, er war noch zuständig. Ja, ja. Aber er hat auf zwei Bahnen tendiert. Ja.
Ich weiss nur noch, es hat eine Medienkonferenz gegeben, da hat es geheißen, es sieht schlecht aus, es gibt fast ein Grounding, es geht nicht weiter. Und dann kurz darüber ab, auf einmal ist es gegangen. Dann bist du mit Aktienkapital gekommen. Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht allein gewesen. Ja. Mein Bruder Alex war auch Hauptaktionär gewesen. Und meine Geschwister, der Dirma, der Hugo und der Markus, die haben auch mitgemacht. Wir genau. Also die ganze Familie hat da Kapital eingeschossen, damit sie können überleben konnten. Ja, und dann hast du Versprechen gehabt, gell? Von Edgar Oehler, die dann aber leider Gottes nicht eingehalten worden sind. Ja, da wird mich nicht gross darüber auslachen. Ja. Man kennt die Geschichte, aber ja. Eben, das zeichnet dich ja aus als Unternehmer, oder? Und immer einfach dann auch zu dem stehst, was du sagst. Und du sagst, also, du willst darüber hassen, dass du dich auslachen. Gut, da lassen wir. Aber ja. Im Grunde genommen bist denn du eigentlich der gewesen mit ein paar anderen Sympathisanten, die dann das Geld eingeschossen haben. Ja. Gut, das war natürlich in der Kanton gewesen. Es waren Gemeinden, die mitgemacht haben. Es sind Ortsgemeinden, die mitgemacht haben. Und so ist dann das Geld zusammengekommen. Aber der Kanton hat das mitgemacht, wenn die 50% Deckung da war, oder? Glaube ich, ja. Und dann hast du einen Verwaltungsratspräsidenten geholt. Hast du nicht selber gemacht damals? Nein. Warum denn nicht? Ja, ich hätte nicht müssen sein. Ich war an anderen Orten. Und das war dazu mal Bruno Glaus. Ja. Anwalt und der hat das sehr gut gemacht. Und muss ich sagen, er war angefressen vom Pizol. Ja. Er war schon wirklich da am Skifahren. Und er hat auch die beiden Bahnen zusammengeführt. Oder? Das war schon wichtig, weil vorher haben ja beide Bahnen eigentlich gegeneinander geschafft. Und nachher, wo wir die Bahnen entschieden haben zum Bauen, hat man es fusioniert. Weil das hat keinen Sinn gehabt, zwei Verwaltungsräte und den gleichen Berg. Und das ist dann gut rausgekommen, die Fusion. Jetzt ist einfach nur noch bei Zollbahnen Badergatz-Wangs. Aber es hat mich einiges gebraucht, gell? Weißt, bis Beizer sich auch gefunden haben, dass sie jetzt auf einmal irgendwie zusammen sind. Mir ist aufgefallen, so bei meinen Touren durch die 13, 14 Beizer durch. Ja, es gibt halt einfach nach wie vor die Wangsenseite und es gibt die Ragazzo-Seite. Es gibt Leute, die gehen nur auf Ragazzo, es gibt Leute, die gehen nur auf Wangs, oder? Ja. Was liegt das? Ja, die Ragazzer und die Herrschaft und so weiter, die können natürlich wie auf Ragazzo und die anderen auf Wangs. Und Wangs ist natürlich viel älter und viel bekannter gewesen von früher her. Und es ist jetzt noch Wangs, wo mehr Leute rauf transportiert als Bad Ragaz. Weil von Zürich rauf ist Wangs der erste Ort zum Skifahren. Und Ragaz der zweite. Ragaz hat dann eher Leute auch vom Rintel rauf und vom Bodensee rauf. Ragaz ist natürlich auch bequemer, weil es gerade an der Autobahn und hat einen riesigen Parkplatz. Es ist einfacher zum Einsteigen. Mhm. Aber man muss ja sagen, wenn man in dem Restaurant sitzt, wir zeigen vielleicht noch so ein paar Bilder. So. Wir wollen es nicht despektierlich sein. Es hat einen Haufen schöne, gute Restaurantate. Wir bringen eine super Leistung und ich finde die Pizol immer sehr gut. Man muss höchstens eine halbe Stunde laufen mit einer Weiz oder einer Bähnchen. Und das ist nicht von dem her gesehen. Ja, ein super Gebiet im Winter wie im Sommer, hervorragend. Aber jetzt einer so optisch, wenn man ankommt, ist das natürlich schon ein ganz spezielles Restaurant. Das hat übrigens ein Churer Architekt gemacht, glaube ich, oder? Ja, ein Schuhmacher. Ein Schuhmacher? Schuhmacher-Architekt, ja. Ja. Ist das so ein von hier, ein Schuhmacher? Also ja, es gibt in Wangs einen Schuhmacher, Finnerei. Ein Bruder von dem ist in Chur eben Architekt. Ja. Er war ein Wangser, der Architekt Schuhmacher. Ja. Ja. Und der hat, man natürlich ja, 2.500 Kubikmeter Steine weggesprengt, um das überhaupt können, da zu bauen, oder? Ja, weiß ich auch nicht mehr genau. Irgendwie kann man noch anlesen mit Aurea und dieser Geschichte. Und du hast da natürlich auch tief in die Tasche gegriffen, oder? Also 7,5 bis 9 Millionen locker hinblättert. Ja, es war eine grosse Investition. Ich würde es heute nicht mehr so machen. Ja, aber... Ja.
Dort hast du es gemacht, ja, oder? Ja. Und ist natürlich ein Magnet. Grosse Investitionen heute nicht mehr so machen, weil man einfach sieht, es ist natürlich auch schwierig zum Betreiben. Es ist halt einfach viel Arbeit, die dahinter steckt, gell? Ja, es ist so wetterabhängig. Ja. Und wenn wir die letzten drei Jahre schauen, also dann, wie nach Neujahr miserabel gelaufen ist, weil es keinen Schnee hatte, ja, ist es natürlich dann schon anstrengend und mühsam, so ein Restaurant zu betreiben. Ja, natürlich. Ich habe da natürlich eine andere Ansicht. Ich will nie durch das so rundum schauen und denken, ich meine, wer hat so ein Restaurant? Oder wer hat so einen Ort, wo er bauen kann? Also rein von der Ideologie her ist es natürlich nach wie vor hervorragend, oder, wenn man es da so umschaut. Also, gibt es nicht gerade wieder. Also, etwas in der ganzen, ja, Schweiz nicht, oder? Ja, es war natürlich jetzt schon eine Aufwertung vom Partiel. Vorher haben wir hier eine Baracke, eine Militärbaracke. Und jetzt haben wir doch schöne Terrassen und wir haben, sind gerade neben der Seilbahn. Und im Sommer haben wir einen schönen Kinderspielplatz. Und vor allem im Sommer ist natürlich der Heidiweg eine ganz tolle Sache. Er wird sehr häufig besucht von Senioren, die mit ihren Enkeln da spazieren und so weiter. Das ist eine ganz gute Sache. Eben, du bist ja super zu Fuß, aber rein theoretisch, man könnte da sogar mit dem Rollstuhl in das Restaurant reinkommen. Ja, es ist rollstuhlgängig, ja. Genau. Man kann von der Seilbahn direkt mit dem Lift ins Restaurant rauf. Man kann auch vom Restaurant den Heidiweg machen, also zum Heidiweg übergehen. Es ist voll rollstuhlgängig. Was mir auffällt, ist ein bisschen, das ist der Kaffeemaschine. Leo, gell, sagt man auch, glaube ich, oder? Aha. Weißt du, wie heisst er jetzt schon wieder? Auf der jeden macht Fall. Getränkeautomaten, genau. und Picknickautomaten. Genau. Leomat. Leo, ich glaube auch vom Vornamen Leo, hä? Nein. Nein. Ja. Das ist, der hat ja auch investiert. Ja, eben, das hat mich, ja. Der hat auch investiert, 1 Million, anstelle vom Öler. Genau. Er ist dann da eingesprungen anstelle von ihm und er hat auch eine Stiftung Bizol mit Herz, wo der Heidiweg verschiedene Sachen finanziert hat und speziell in Wangs da der Wasserwald und so weiter, wo er da finanziert hat. Eben wunderschöne Sachen, die wir hier schon gezeigt haben und so. Und eben er, wie auch seine Frau, hat mich auch fasziniert. Einfach das Herz, das nicht nur, ja, im Logo drin steht, sondern er hat ein Herz dafür gehabt. Ja. Und, ja, wenn man nicht gerne alles drückt, hat er mal in Millionenhöhe eine Brücke quasi finanziert, oder? Er wollte mal eine Hängebrücke, genau, hat er mal wollen, genau, finanzieren. Und das ist dann nachher gescheitert, weil die Frage war, wer macht den Unterhalt? Es ist ja immer so, wenn man etwas investiert oder etwas baut, ist das eine Sache, aber nachher das Betreiben ist ein ganz paar andere Schuhe. Und das ist, ob man ein Restaurant baut, ob man eine Seilbahn aufstellt. Es ist immer der zweite, eigentlich der wichtigere Teil, wo man häufig im Voraus gar nicht sich überlegt, wo dann viel schwieriger ist. Ja, ja. Eben, es steht jetzt mir nicht an, um da etwas dazu zu sagen, aber mich hat schon sehr, sehr überrascht, sage ich mal, bis ein bisschen enttäuscht, dass dann doch die Gemeinden wegen der Warte geklemmt haben. Wenn man hätte dieses Jahrhundert die Möglichkeit gehabt, eine Hängebrücke über das Verleis Dobel. Ja, wäre sicher, ja, auch ein Magnet für den Tourismus. Also, ja. Ich finde es nach wie vor noch schade, aber das ist jetzt außen vor, oder? Gut, die Gemeinden können natürlich nicht selbstständig entscheiden, oder die Gemeinderäte. Die müssen ja das auch vorbringen an einer Gemeindeversammlung. Und, ich glaube, die haben sie auch Angst gehabt, dass eine Gemeindeversammlung das nicht würde sanktionieren. Mhm. Ja, ich sehe schon, du bist ein einfacher geblieben. Du wärst auch eigentlich noch ein guter Politiker. Unternehmer, oh, wären ja. Jawohl, Unternehmer wären im Grunde genommen sehr gute Politiker. Und gibt es sehr wenige Unternehmer, die das überhaupt machen. Du hast, ja, gesagt, ja, oh, wäre für dich nie eine Frage gekommen. Ja, ja, wenn man sieht, was da alles passiert, bevor die Wahlen stattfinden, also jetzt in den USA oder
oder auch im Kanton, wie man dann, wie die Leute einander anschiessen und fertig machen, dann macht es einem nicht an, da mitzumachen in diesem Verein. Du bist jetzt, oder nein, du wirst 82, oder? Ja, genau. Im April. Im ja. April, ja. Und bist nach wie vor Picobello zu Weg, ja? Ja, es geht mir eigentlich gut. Ich habe keine Beschwerden, nichts, aber man ist schon langsamer und ja, das Gedächtnis ist auch nicht mehr so wie früher und so weiter. Also, man merkt schon, dass man älter wird. Ja, ja natürlich, aber meinst du, machst du 5 Seenwanderer noch mal? Nein. Selbst nicht mehr. Aber es ist nicht lange her. Vor 3 Jahren bist du gesehen. Vor 3 Jahren habe ich es noch gemacht. Ja. Aber es war schon an der Grenze, speziell beim Ablaufen. Dort ein paar Schalven, ja. Ja, also ja. Hinten ablaufen mit diesen grossen Tritt. Die hauen einem auf die Beine, die ja. Oberschenkel. Also ich war dort nudelweich, als ich dann in den Kaffee runtergekommen bin. Ja. Ja, mir hat es auch abgelöst. Also vor allem, als ich dann gesehen habe, dass hier einer in einer Stunde die ganze 5 Seenwanderung rumgesickelt ist. Oder ja. Ein paar Schalven, ja. Der kleine Langläufer ist da bei diesen Events. Ja. Ja. Oder dann musst du sagen, mein Gott, nochmal. Ja gut, so etwas tut man sich gar nicht mehr überlegen. Also, man nimmt es einfach lockerer und läuft langsamer und macht mal eine Pause und so weiter. Also 2 Seenwanderungen oder die 3 Seenwanderungen ist gerade an der Grenze jetzt. Ja. Ja. Du hast mit der Marcella, die ist jetzt im Verwaltungsrat drin noch, gell? Nein, sie ist jetzt auch nicht mehr drin. Sind wir beide nicht mehr drin? Ja, ja. Ja. Natürlich auch eine super Frau, die hat nicht nur Psychologie studiert, gell? Sie ist also einfach psychologisch gut drauf, macht immer einen aufgestellten Eindruck, auch wenn sie einen Haufen Arbeit hat. Ja, sie ist für Holländerin, ist dazu mal als Physiotherapeutin in die Schweiz gekommen und hat lange dort geschafft. Und nachher hat sie gesagt, mit 40, hat sie gesagt, ja, ich will noch mal studieren und hat dann eben die Universität abgeschlossen. Und hat da das Restaurant zeitweise selber betrieben, oder? Ja, gut, wir hatten Pächter, aber sind dort nicht so glücklich gewesen, 3-mal. Und bis sie es dann selber übernommen hat. Wir haben jetzt eine gute Frau, die das betreibt. Und Marcella muss nur noch, wenn Spitzentag sind, kommt sie rauf und aushelfen. Im April, Leo, wirst du 82. Was wäre das so dein grösster Wunsch? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Und dass ich gesund bleibe. Die nächsten paar Jahre noch. Das ist eigentlich mein Wunsch. Ja. Sonst habe ich alles, was man braucht zum Leben. Leo Lohse, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch, dass der Leo und Marcella noch lange gesund bleiben. Ich sage es einfach nochmal, für mich sind die zwei Menschen, Leute, die zeigen, dass auch wenn man Erfolg hat, auch wenn man Geld hat, eben auch mit Herz kann investieren. Und darum, ich denke mir, Aurea heisst goldene Zukunft. Ja, vielleicht würde es auch gut tun, wenn ihr mal in das Aurea kommt und ein bisschen könntet teilnehmen an dieser goldenen Zukunft. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und einfach nochmal, man kann das Ragaz Mattel einsteigen, man kann hier oben aussteigen, die Bahn kann ganz, ganz langsam fahren und man kann sogar mit dem Lift ins Restaurant rauf und das im Sommer und im Winter. Ja, Pizzol, denkt daran, vergesst es nicht, es liegt nach, es liegt über dem Nebel und ist immer etwas Interessantes.